Eisen, eines der wichtigsten Ionen, die im Körper sind. Eines der elementarsten Dinge. Wenn du es zu niedrig hast, hast du eine Müdigkeit, eine Abgeschlagenheit, die kannst du nicht in Worte fassen, weil es unseren Sauerstoff im Körper wie auch im Gehirn transportiert. Wenn du zu viel Eisen im Körper hast, hast du, sag ich mal, Giftsymptome in dir. Du fühlst dich genauso schlecht. Deswegen ganz, ganz wichtig, lass auf jeden Fall deinen Eisenwert bestimmen. Und Eisen, ja, brauchen wir in Stresssituationen mehr. Deswegen wird in der Schwangerschaft und Stillzeit immer mehr Eisen gegeben. Und Eisen hat den größten Einfluss auf deine Energie. Eisen, wenn du müde bist, wenn du dich nicht gut fühlst, ist Eisen häufig eine Geschichte. Ich spreche aus eigener Erfahrung als Kind, als ich 13 oder 14 war, da konnte ich mich in der Schule nicht mehr konzentrieren. Meine Eltern haben dann im Endeffekt gesagt, okay, warum kann der sich immer nur so 20, 30 Minuten konzentrieren und den Rest des Tages gar nicht mehr? Und ich hatte einen extremen Eisenmangel in der Kindheit. Ich musste dann Eisen ein halbes Jahr lang einnehmen. Und da ist ganz wichtig, dass du ein paar Dinge beachtest. Eisen solltest du immer mit Vitamin C kombinieren, weil dadurch die Bioverfügbarkeit für die Aufnahme von Eisen viel, viel besser ist. Wenn du Eisen oral zunimmst und das als Brausetablette, nimm es immer mit einem Strohhalm ein. Warum mit dem Strohhalm? Weil du sonst deine Zähne gelb verfärbst. Das heißt, immer wenn du Eisen in flüssiger Form zu dir nimmst, nimm es immer mit dem Strohhalm an, dass deine Zähne intakt bleiben. Wenn du einen so starken Eisenmangel hast, dass im Endeffekt da gar nichts mehr hilft, dass du nach 2-3 Monaten merkst, da geht das Level nicht hoch, dann auf jeden Fall mit dem Arzt besprechen, dass du das als Injektion bekommst oder als Infusion. Ja, da gibt es sehr, sehr gute Sachen. Das auf jeden Fall nochmal mit dem Arzt abklären. Aber das Thema ist nicht nur körperlich, wirst du, wenn du Eisenmangel hast, abfallen, sondern auch geistig. Das heißt, achte wirklich auf dieses Ion. Es ist so elementar. Wenn du dazu dann noch Fragen hast, dann stell mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Das Vitamin C-Video wird folgen, auf jeden Fall. Und ich habe ein sehr geiles Video für mehr Gehirnperformance. Das musst du dir unbedingt anschauen. Also, mach's gut, dein Frank.